Hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, Emma Vogel. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Leute, ich brauche wieder mal ganz dringend eure Unterstützung, denn wie ihr sehen könnt, bin ich mal hier wieder im Gefängnis. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber die Polizei hat mich festgenommen. Und ihr wisst ganz genau, ich bin unschuldig. Und deswegen werde ich jetzt hier sowas von aus dem Gefängnis entkommen. Und dabei nehme ich euch mit. Los geht's! Okay, Leute, zuerst einmal, es ist ja nicht das erste Mal, dass ich hier in irgendeinem Gefängnis bin und entkommen muss. Und deswegen, kenne ich mich eigentlich schon ganz gut aus. Ich sag's euch, wie es ist. Wir hauen hier erstmal in diese Richtung ab. Und, liebe Leute, vom Prinzip ist es klar, wir müssen hier diese ganzen Hindernisse überqueren und müssen halt aufpassen, dass wir hier auch nicht runterfallen oder so. Ist ja wohl klar, Leute, oder? So, da war ein Knopf, den habe ich mal gedrückt. Das hilft uns auch weiter. Kann ich nämlich hier einmal drüber springen. Und dann sind wir auch schon im nächsten Raum. Juhu! Cool, wo sind wir denn jetzt? Oh mein Gott, Leute, da drüben ist der Polizist. Okay, der ist gerade weggelaufen. Jetzt ganz schnell hin, denn da ist noch ein Knopf, den muss ich auf jeden Fall drücken. So, geschafft. Und oh mein Gott, der Polizist ist hinter mir. Und der ist ganz schön schnell, Leute. Aber ihr wisst, ich bin Emma Vogel und ich bin schneller. Woohoo! Juhu! Cool, nichts wie weg hier. Okay, Leute. Der Polizist hat mich hier auf jeden Fall nicht einfangen können. Das ist schon mal super duper cool. Und jetzt können wir dann hier in den nächsten Raum gehen. Juhu! Okay, wo sind wir jetzt? Aha, im Badezimmer. Ich verstehe, ich verstehe. Okay, dann müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo entkommen können. Und was ist das denn? Einfach so eine Stinketoilette. Also das hilft mir auch nicht weiter. Aber das hier sieht schon besser aus. Hier kann ich erstmal so ein Loch graben und dann kommen wir bestimmt in den nächsten Raum. Juhu! Ja, sag ich doch, Leute. Okay, oh mein Gott, was ist denn hier los? Da ist ja voll viel Lava. Also da will ich auf jeden Fall nicht runterfallen, Leute. So, da muss man schön hier drüber hüpfen, ganz vorsichtig. Hier ist so eine Brücke. Oh mein Gott, die sieht ganz schön, nochmal. Die sieht ganz schön wackelig aus. Aber wir haben es geschafft. Juhu! Okay, hier muss ich auch drüber springen und oh nein, ich bin einfach da reingefallen. Ich bin einfach voll gestolpert, so über meine eigenen Füße. Aber ist ja nicht schlimm, Leute. Wir können ja hier nochmal drüber hüpfen und was war das denn? Habt ihr das gesehen? Da ist einfach so ein riesengroßer Felsbrocken runtergerollt. Da verstecke ich mich mal hier lieber. Okay. Dann renne ich einmal hier rüber. Da kann ich mich nämlich wieder verstecken. So. Wir wollen ja hier schließlich nicht überrollt werden. So, und dann kletter ich hier einmal die Leiter hoch. Okay. Und jetzt sind wir im nächsten Raum. Und oh je, da ist noch so ein Polizeiwächter oder keine Ahnung, wie die heißen. Auf jeden Fall müssen wir mal gucken, wo wir hin wollen. Aber da ist abgeschlossen. Okay, da brauchen wir irgendwie einen Schlüssel oder irgendwas. Oder hier kann man aufdrehen. Ups. Ich wurde aus Versehen gefangen, Leute. Und er hat mich hier wieder einfach rausgeschickt. Was soll denn das? Aber cool, ich habe ja eben an diesem Teil gedreht. Und schaut mal, die Tür vor mir ist jetzt endlich offen. Ja, cool, dann Augen zu und durch. Schnell da durchrennen. Juhu. Was ist das denn hier? Okay. Einmal hier die Treppen hoch und auf Wiedersehen, würde ich sagen, liebe Polizei. Dann fahren wir hier einmal hoch. Also ich habe das Gefühl, wir werden heute mit Sicherheit hier aus dem Gefängnis entkommen. Also schaut mal, wie weit wir jetzt schon gekommen sind. Das ist richtig cool. Okay, hier kann ich nicht raus, aber oh cool. Da drüben ist schon die Cafeteria, da müssen wir hin. Okay, aber erstmal müssen wir in diese Richtung. Und oh mein Gott, hier gibt es so Getränke. Die geben uns ganz viel Energie. Oh, seht ihr das, Leute? Schaut mal, wie schnell ich auf einmal bin. Okay, das wird uns bestimmt weiterhelfen. Und wow, ist das cool. Ich fühle mich, als könnte ich fliegen aus dem Weg hier. Hier kommt... Wow. Ups. Ich wollte sagen, hier kommt... Emma Vogel! Woohoo!
schnell! Ich kann fliegen, das ist so cool! Das macht richtig doll Spaß! Wow! Ich bin schon fast wieder runtergefallen. Okay, das wäre auf jeden Fall schon mal geschafft. Jetzt kletter ich hier einmal hoch. Also ihr seht schon, man muss hier ganz schön sportlich sein, wenn man hier aus dem Gefängnis entkommen will. So, einmal hier rein. Och, cool, Knopf. Da drücken wir auf jeden Fall. Das kann uns nur weiterhelfen. Und die Leiter kann man mitnehmen. Okay, dann nehme ich die mit. Die wird uns bestimmt weiterhelfen. Schauen wir weiter, wo man hier entlang gehen kann. Und hier drüben, Leute. Juhu, gefunden. Kann man einmal da hochklettern irgendwie. So nämlich. Wuhu. Und jetzt sind wir im nächsten Raum. Und oh mein Gott, was ist denn hier für ein starker Wind? Oh mein Gott, da muss ich ja voll gegen ankämpfen. Aber das schaffe ich auch noch. So. Und ab in den nächsten Raum, würde ich sagen. Juhu. Wo bin ich hier denn gelandet? Ich bin aus Versehen runtergefallen, Leute. Aber nicht so schlimm. So, es geht hier direkt weiter. Und hier hoch und da hoch. Und schon sind wir hier wieder im nächsten Raum. Und oh mein Gott, diese ganzen Ventile sind offen. Die müssen wir unbedingt schließen. Da drüben, Leute. Sind jetzt alle Ventile zu? Ja, tatsächlich. Super duper. Jetzt kann ich hier ganz entspannt durchlaufen. Einmal hier hoch und darüber. Und das sieht doch wunderbar hier aus. So, ab in den Geheimgang. Juhu. Und wo kommen wir hier hin? Hier ist schon wieder so ein starker Wind. Juhu, ich bin schon wieder so schnell. Das macht so viel Spaß, Leute. Juhu, cool. Juhu, aus dem Weg hier. Puh, Mann, oh Mann, war das schnell. Okay, und jetzt ab in den nächsten Raum und nichts wie weg hier. Juhu. Wow, okay, also das war vielleicht mal eine gute Landung, würde ich sagen. Wow. Oh mein Gott, Leute, wir sind in der Cafeteria angekommen. Und das bedeutet, wir haben es geschafft, hier aus dem Gefängnis zu entkommen. Oh Mann, war das mal wieder cool. Ich wusste es einfach, dass wir das heute schaffen. Richtig toll, Leute. Also, ihr Lieben, falls ihr auch so viel Spaß hattet wie ich, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. No. Und denkt bitte auch daran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und dann verpasst ihr keine Videos mehr. Versprochen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Hey Leute, ich bin's, Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!